Ein plötzlicher Wintereinbruch hat große Teile der ukrainischen Schwarzmeerküste lahmgelegt. Am schlimmsten wurde die von Russland besetzte Halbinsel Krim getroffen. Meterhohe Wellen sorgten vielerorts für Überschwemmungen. In der Hafenstadt Sewastopol schlossen Behörden und Schulen, eine Entscheidung, die später auf die gesamte Krim ausgeweitet wurde. Auch im Verlauf des Montags sollten sie geschlossen bleiben. Die von Russland eingesetzte Regierung auf der Krim rief die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben. Auch der Süden Russlands und die teilweise besetzten Regionen Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson in der Ukraine waren von den extremen Wetterbedingungen betroffen. Der Sturm erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 144 Stundenkilometern. Er sorgte für Überschwemmungen, riss Bäume um und legte Stromleitungen lahm. Mehrere Regionen riefen den Notstand aus. Rund 2 Millionen Menschen mussten zeitweise ohne Strom auskommen. Meteorologen sprachen vom stärksten Sturm seit dem Beginn der Aufzeichnungen.